schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesmal gibt es einen etwas anderen Vlog. Und zwar war ich auf der dritten Fight Night Pegnitz und dort war ich als Kameramann unterwegs. Die Fight Nights sind organisierte Kämpfe von Fightsport Pegnitz und Doc Designs und das Endprodukt seht ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video und ich sag nur Hashimima! Are you not one to give second chances? You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. I just wanna make it right. I always put up a fight. I will never lose my sight. I know I need you by my side. I have nothing else to hide. I've got it wrong and got it right. I've told the truth, I've told some lies. I live some days, then others die. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No. Come on, yeah! Now I am never slowing down. I had a taste, it's in my mouth, and now I wanna take that crown. I will fight for everything. I will fight to reach my dreams. I will die or I'll succeed. To me this life means everything. You want it, then go capture it. Need it, then get after it. Bleed because you're passionate. Cause talent's just the half of it. I'm sick of being average. I just want a better status. I don't sit back, I attack it. And I'll work until I have it, yeah. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No, I will never let me down. Das war mal ein Bombenvideo, oder? Also als allererstes mal vielen Dank an Fightsport Pegnitz und Doc Designs, dass ich an diesem Event teilnehmen durfte als Kameramann. Das war wirklich spitze und ihr habt ein richtig geiles Event auf die Beine gestellt. Von mir dazu ein Sugoi! Jetzt erstmal kurz zu dem Vlog selber, also zu dem Tag an sich. Es war so, dass ich eingeladen wurde von Doc Designs dort mitzuhelfen als Kameramann. Ja, ich bin dann dort reingegangen und habe mein ganzes Equipment mitgenommen und auf einmal sehe ich so, Alter, wie viele Leute sind denn hier? Habe mich da reingesneakt als Kameramann und habe mir so gedacht, Alter, was ist denn hier los? Ich habe mich auf einmal gefühlt wie so ein richtig VIP-mäßiger Kameramann. Hammergeil und es war ein richtig geiles Event. Es war super organisiert, richtig hammer. Ihr habt es ja im Video gesehen. Ihr habt es ja im Video gesehen, wie toll das war. An dieser Stelle kann ich gleich sagen, das Video wurde nicht von mir bearbeitet. Ich habe nur gefilmt. Also Doc Designs selber, die haben das Video geschnitten und das machen die halt richtig geil. Und das ist nicht das Einzige, was sie können. Die machen auch Business-Video, Hochzeitsvideos, Event-Videos etc. und vieles mehr. Also falls ihr mal jemanden braucht, der da wirklich die High-End Qualität produziert und das machen die Jungs wirklich gut. Dann habe ich unten mal die Homepage von denen markiert. Also falls ihr irgendeinen Auftrag habt, gebt das an die weiter. Die machen wirklich hammergute Qualität. Ich meine, ihr habt es im Video gesehen. Was ich zum Beispiel auch ziemlich cool fand, war ja, es waren ja die Leute von Fight24 dabei, die dort das Fight-Event auch aufgenommen haben. Und ich dachte mir so, scheiße Mann, der hat die gleiche Kamera wie ich. Geil, ich bin so, yay, meine Quali passt. Als ich mich dann später nach dem Event mit den Jungs unterhalten habe, habe ich dann rausbekommen, ey, das ist nur das Notfallset, so, das ist das kleine Set. Also die große Kamera ist woanders gerade. Ich so, oh Gott, verdammt.
verdammt! Es war auch cool, mal mit selbstständigen Kameramännern zu reden, wie so deren Erfahrungen waren, was sie so für Projekte hatten. Also die haben nicht nur für Fight24 gefilmt, sondern mit ihrem Kamerateam auch für Pro7, RTL etc. alles gefilmt. Und das ist halt schon mal sehr interessant, wenn man mal jemanden vor sich hat, mit dem man sich darüber unterhalten kann, wie das denn so ist, wie man das empfindet. Und das war ein sehr geiles Gespräch. Vielen Dank dafür. Natürlich noch ein paar Worte zu Fightsport Pegnitz. Denn Fightsport Pegnitz ist ein Kampfverein, also für Kampfsport. Die bedienen alles von Boxen bis MMA und dort kann man teilnehmen, das lernen. Und ganz besonderen Dank geht da natürlich auch an den Tobias, denn der ist dort der Leiter und so wie breit er auch ist, hat er auch ein so großes Herz, muss ich sagen. Und das merkt man auch wirklich, dass er als Trainer sehr streng, aber auch herzlich ist und das findet man wirklich ziemlich selten. Und vielen Dank nochmal an alle, dass ihr mich auch zur Weihnachtsfeier eingeladen habt. Das war für mich eine große Ehre, da so herzlich in eure Runde aufgenommen zu werden. Deswegen vielen Dank an alle. Informationen über Fightsport Pegnitz findet ihr natürlich auch in der Infobox. Dort habe ich auch was verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal hin und Infos zu Fightsport Pegnitz sind natürlich auch unten verlinkt und vielleicht sieht man sich ja auf der nächsten Fight Night, denn ich werde definitiv wieder dort sein und beeilt euch, denn es könnte sein, dass die Karten mal wieder sehr schnell ausverkauft sind. In nächster Zeit werden noch ein paar Vlogs folgen, denn ich muss ja das Jahr 2017 abschließen und mal noch alle Vlogs, die ich irgendwo auf der Festplatte habe, mal noch rausknallen, weil ich will nicht, dass das verloren geht, weil da ist so schöner Stuff dabei wie heute. Vergesst auf keinen Fall Fightsport Pegnitz, Doc Designs und meinen Instagram-Channel auszuchecken und die sind natürlich verlinkt. Ansonsten, sayonara!